Guten Tag. Sie sind jetzt vielleicht in der Situation, dass Sie fertig sind mit Ihrem Bachelor und jetzt noch einen Master obendrauf setzen möchten. Oder Sie haben schon einen Master und möchten gerne noch einen zweiten dazu, um sich thematisch breiter aufzustellen. Und jetzt ist die Frage, was nehme ich als Studienfach? Sie schwanken noch zwischen Informatik, Wirtschaftsinformatik, Data Science oder künstlicher Intelligenz. Dann werde ich Ihnen in diesem Video kurz und knackig erklären, was die Unterschiede sind, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. Mein Name ist Andrea Herrmann. Ich bin Professorin an der Akkad University. Ja, sehen wir uns erstmal die Gemeinsamkeiten an. Alle machen irgendwas mit Computern. Das heißt, es geht darum, wie Computer funktionieren und wie man sie benutzt, wofür. Und sie werden auch immer die Themen Programmieren und Datenbanken im Studium dann haben. Es sind konsekutive Masterstudiengänge. Das heißt, ein Bachelor wird vorausgesetzt. Das muss aber nicht derselbe sein. Also, wenn Sie jetzt den Bachelor Informatik haben, müssen Sie nicht unbedingt dann auch den Master Informatik machen, sondern können auch einen anderen wählen. Welche Kombinationen insgesamt möglich sind, finden Sie in den Voraussetzungen der jeweiligen Studienordnungen oder können eben auch uns kontaktieren und fragen. So, diese Masterstudiengänge gibt es in zwei Varianten. Einmal die 120 ECTS, die aus vier Leistungssemestern bestehen, oder die 90 ECTS aus drei Leistungssemestern, je nachdem, wie viele ECTS-Punkte Sie im Bachelor schon hatten. Am Ende muss ja oder soll der Master ja 300 ECTS-Punkte ergeben. Ein Leistungssemester ist ein Studienabschnitt, der nicht unbedingt in einem halben Jahr geleistet werden muss. Da Sie ja nebenberuflich studieren, können Sie das dann eben auch strecken. Aber die Semester sind eben trotzdem noch die Struktur des Studiums. Die geben dann auch so ein bisschen die Reihenfolge vor, in der Sie die Fächer besuchen. Sie haben immer die Möglichkeit, auch Vertiefungen zu wählen. Es sind auch immer mehrere Labore mit im Studiengang mit dabei, wo Sie ganztägig oder halbtägig irgendetwas Praktisches machen. Sie schreiben auf jeden Fall auch zahlreiche Assignments, sozusagen als Abschlussprüfung Ihres Fachs, und am Ende schreiben Sie eine Masterarbeit. Das ist also in allen vier Studiengängen gemeinsam. Und jetzt wollen wir uns die Unterschiede ansehen. Wie Sie es schon im Bild sehen, gibt es starke Überschneidungen natürlich. Einige Themen werden eben von allen auch geteilt, zum Beispiel Programmierung als solche. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Die Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Speicherung und mehr oder weniger automatisierten Verarbeitung von Informationen mit Hilfe von Computern. Heutzutage nennt sich das oft eben auch Digitalisierung. Das heißt, das, was früher ohne Computer gemacht wurde, wird jetzt mit Computer gemacht. Was ganz spezifisch ist für die Informatik, was wir in den anderen Studiengängen nicht so haben, also jedenfalls nicht als Schwerpunkt, ist die theoretische Informatik und die technische Informatik. Also die Tiefen quasi darüber, wie man Hardware entwickelt oder wie man einen Computer aufbaut, wie man ein Betriebssystem entwickelt oder eine neue Programmiersprache. Das will jetzt nicht jeder, gehört aber zum Kern der Informatik mit dazu. Zusätzlich natürlich auch noch einige praktische Themen. Die Wirtschaftsinformatik nimmt mehr die betriebswirtschaftliche Sicht an, also welchen Nutzen bringt die Software und blickt da mehr von der Kundensicht drauf. Also die Informatik ist ja eher diese Entwicklersicht. Die Wirtschaftsinformatik wird gern definiert als die Wissenschaft von der Entwicklung und Anwendung, also Anwendung ist hier ein wichtiges Wort, von Information- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen und Verwaltungen zur Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse. Auch das Wort Geschäftsprozesse ist hier wichtig. Es geht also darum,
die Arbeit, die in einem Unternehmen oder auch, was weiß ich, beim Finanzamt gemacht wird, mit Informationstechnologien zu unterstützen. Das ist das Ziel. Wir haben einige gemeinsame Themen zwischen Informatik und Wirtschaftsinformatik, beispielsweise die Computersicherheit oder auch die angewandte Informatik, also die Frage danach, wie ich denn Informatik oder Computer anwende oder Software anwende. Das beschäftigt den Informatiker natürlich auch, das ist schon klar. Die Data Science geht schon ein wenig in Richtung Mathematik. Also es ist interdisziplinär in dem Sinne, dass Sie hier sowohl Informatik haben als auch diesen betriebswirtschaftlichen Aspekt, als auch dann eben Mathematik bzw. speziell die Statistik. Das Ziel ist, aus Daten Wissen zu erzeugen. Also die Daten, die sammeln wir oft im ganz normalen Geschäftsleben an und wollen daraus jetzt Schlussfolgerungen ziehen, die dann eben auch sinnvoll nutzbar sind. Hier werden Sie sehr intensiv sich mit Statistik beschäftigen und mit der Qualität von Daten und aber auch der technischen Verwaltung von Daten. Gemeinsam mit der Wirtschaftsinformatik hat die Data Science diesen Blick auf das Business, also wie können Geschäftsprozesse unterstützt werden, mithilfe von IT oder eben mithilfe von Datenauswertungen oder wie unterstützen wir die Strategien. Hier ist auch der Aspekt mit dabei, dass Sie sich auch auskennen sollten mit dem Anwendungsbereich, also je nachdem, in welcher Branche diese Software eingesetzt wird. Die künstliche Intelligenz beschäftigt sich mit der Automatisierung von Intelligenzleistungen. Das geht über das raus, was die Informatik bisher gemacht hat oder auch die Wirtschaftsinformatik, wo eher Routinetätigkeiten, also Kopieren von Daten oder sowas, oder automatisches Verschicken von Serien-E-Mails unterstützt wurde. Aber man möchte auch intelligentere Tätigkeiten automatisieren und dafür brauchen wir die künstliche Intelligenz. Da ist als neues Thema, was die anderen Bereiche nicht so hatten, das maschinelle Lernen dabei oder auch maschinelles Sehen oder auch die Verarbeitung von Sprache. Das sind also hier Spezialthemen. Aber natürlich müssen Sie, wenn Sie künstliche Intelligenz studieren, auch Kenntnisse haben in den anderen Themen. Zum Beispiel die Überschneidung mit der Informatik ist eben diese Betrachtung von Algorithmen, also Rechenvorschriften. Und wie programmiere ich sowas und vor allem, wie optimiere ich das also auch? Wie mache ich das besonders effizient? Und wir haben auch Überschneidungen mit der Data Science. Also künstliche Intelligenz und Data Science beschäftigen sich ja beide mit der automatisierten Auswertung von Daten und dem Nutzen dieser Daten. Nur sind das eben unterschiedliche Methoden, die hier angewendet werden. Und jetzt kann man hier eine Linie ziehen. Das ist jetzt nur eine ungefähre Orientierung, aber ich würde jetzt mal sagen, hier die linke Seite nimmt eher die Perspektive der Softwarebranche an, also derjenigen, die Software entwickeln, also Informatik und künstliche Intelligenz. Das sind eben Informatiker und werden eher in der Softwarebranche arbeiten. Also nur ganz grob jetzt. Und die Wirtschaftsinformatik und die Data Science werden oft eben gesucht von Anwenderunternehmen, die auf ihrer Seite und in ihrem Auftrag ihre IT, also IT optimieren. Das ist jetzt natürlich kein Muss. Sie können durchaus Informatik studieren und dann nachher als Wirtschaftsinformatiker arbeiten oder umgekehrt. Es ist auch so gedacht, dass Sie im Prinzip immer noch flexibel sind. Also Sie sind durch ein Studium ein Generalist, der auch noch auch von den anderen Themen ein bisschen was mitbekommt und sich auch einarbeiten könnte. Also es ist von dem her die Wahl des Studienfachs nicht so, dass Sie sich das alles andere dann
ausgeschlossen haben. Es ist nur so, dass sie eben einen Schwerpunkt haben auf bestimmten Themen. Das heißt, wenn Sie jetzt Data Science studieren und als Data Scientist arbeiten, kommen Sie natürlich viel schneller rein und können gleich durchstarten, während das jetzt der Wirtschaftsinformatiker sich dann nochmal fortbilden müsste. So, jetzt sind vielleicht immer noch Fragen offen geblieben, zum Beispiel auch persönliche, individuelle Fragen. Sie können sich vertiefend auf der Webseite informieren und auch gerne die dort angegebenen Kontaktpersonen kontaktieren, die Sie dann auch individuell beraten können. Ja, dann hoffe ich mal, Sie finden das richtige Studienfach und haben viel Spaß damit.